Besinnlicher Adventmarkt im Bayerbacher Park vergangenes Wochenende. Trotz der eisigen Temperaturen kamen einige Besucher zum Adventmarkt. Warum sind Sie hier mit Ihrem Stand auf dem Bayerbacher Adventmarkt? Ich bin ein Bayerbacher und brenne auch im Bayerbach. Also meine Anlage befindet sich in Bettenbach und dadurch bin ich auch im Bayerbach. Was können die Besucher bei Ihnen einkaufen? Bei mir können Sie Brände und Liköre einkaufen. Was bedeutet die Adventszeit für Sie? Die Adventszeit ist eine besinnliche Zeit und man soll auch die Adventszeit ein wenig genießen. Die Adventszeit bedeutet in der heutigen Zeit leider Gottes eine zu hektische Zeit. Man soll ein bisschen zurückfahren, man soll ein bisschen ruhiger werden und es soll eigentlich die ruhigste Zeit sein im Jahr auf die Vorbereitung für die Geburt Christi. Wie feiern Sie den Advent? Als Bürgermeister habe ich es ein bisschen schwer, weil ich habe heuer 17 Weihnachtsfeiern und da habe ich ein bisschen ziemlich viel Stress beieinander und dadurch ist es ein wenig hektisch für mich. Ich versuche aber es trotzdem mit der Familie ein bisschen ruhiger zu halten. Die Peierbach-Reichenauer Volkstanzgruppe tanzt einen Weihnachtstanz. Was wünschen Sie Ihnen von Christkindl? Frieden auf der Welt und Gesundheit und dass wir bei uns in der Gemeinde so weiterleben wie jetzt, dass sie friedlich und ruhig alles runterrennt. Gesundheit und Zufriedenheit. Ja, ich wünsche mir mal vom Christkind, dass es im Prinzip nicht schlechter wird, als es bis jetzt ist. Und vor allem, dass wir die Möglichkeiten, die wir haben, auch in Zukunft erkennen und dass wir uns gegenseitig besser verstehen, als was wir heute schon tun. Ein Obst und auf meinem Brief ist ein Fotoapparat und muss nachdenken. Und fürs Playmobil ein Badezimmer. Und ein Bob. Köstlichkeiten von Süßes bis Fleischiges und Flüssiges konnte man am Adventmarkt kaufen. Was bedeutet die Adventszeit für Sie? Ja, Advent ist einfach einmal eine Zeit, wo man wieder zueinander findet, wo man aus der Hektik des Alltags herauskommt, wo die Familien Zeit finden, wieder zusammen zu sein. Und Advent ist natürlich auch durch die frühe Finsternis, das Tageslicht ist früher weg, auch eine Zeit, wo man sich besinnlich ist, wo man ein Feuer anzünden kann. Einfach, es wird eine Familienangelegenheit immer mehr, Advent. Wie gefällt Ihnen der Adventmarkt da? Na, also als Veranstalter gibt es natürlich immer wieder was man glaubt, was man verbessern kann. Grundsätzlich sind wir sehr zufrieden, es ist ja durch die Kleinheit des Marktes und durch das, dass wir nicht die Wahnsinnswerbung machen und uns eher auf das Wesentliche konzentrieren, haben wir das Glück, dass wir lauter sehr, sehr nette Kunden haben und es ist eine Bayerbacher Veranstaltung und dadurch sind natürlich hauptsächlich Bayerbacher da. Ja, und das ist auch das Ziel von unserem Markt und wir werden das sicherlich in den nächsten Jahren so beibehalten. Das Einzige, was wir uns fürs nächste Jahr vornehmen, dass wir überlegen, dass wir das komplett in den Pavillon verlegen, den Adventmarkt, und das Ambiente noch besser haben und dann ein bisschen besser wettergeschützt sind. Einen schönen Advent wünscht das HSN-TV-Team.